Leute, es ist mal wieder soweit, der Weekend-Flashback mit Emma. Am Samstag gab es 46 Tore im Fuchsbau, doch leider hat es nicht zu einem Heimsieg gereicht, denn unsere Füchsinnen haben nach einem kämpferischen Spiel sich mit 20:23 gegen die Aufsteiger aus Linford geschlagen geben müssen. Am Sonntag gab es ja schon wieder Grund zum Feiern. Nicht nur der Beginn der Sommerzeit stand an, sondern auch der Geburtstag von Torfrau Natascha Fassbold. Damit alles Gute nachträglich! Und es gibt prominenten Neuzugang beim Tennisclub SCC. Nicolas Kiefer wird der neue Jugendtrainer und Teil der Herrenmannschaft. Da sollten sich die anderen Vereine warm anziehen, denn er stand schon gegen Rafael Nadal, Tommy Haas oder Roger Federer auf dem Platz. Dann versuch mal, auch wenn es jetzt ein bisschen schwieriger ist, den ersten Volley hier zu spielen. Du spielst den ersten Volley hier und dann gehst du langsam nach vorne. Das Spiel unserer Wasserfreunde gegen Duisburg wurde leider abgesagt, weil Duisburg zu viele kranke Spieler hatte und nicht angereist ist. Ob das nur eine Ausrede war? Wir werden es nie erfahren. Und ich war diese Woche wieder sportlich aktiv für euch. In einem neuen Selbstversuch habe ich mich im Judo ausprobiert. 15 Jahre ist es her, da stand die kleine Emma das letzte Mal auf einer Judomatte. Jetzt bin ich ein bisschen größer, aber habe ich mich auch wirklich besser angestellt? Ja, das könnt ihr ja schon mal spekulieren. Der Beitrag dazu wird bald folgen. Seid gespannt. Und das war es auch schon wieder mit dem Weekend-Flashback.